Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Bei mir ist heute der 27.8. und ich dachte ja eigentlich, es würde vollkommen ausreichen, wenn ich das Spiel einmal in der Woche aufnehme. Pustekuchen, der Rati, also der Entwickler, der Kopf der ganzen Sache, der ist sowas von fleißig. Ich kann es echt nicht mehr anders sagen. Jetzt muss ich euch mal irgendwas zeigen. Wir sind mittlerweile bei der Version 0.3.8.1. Denkt man sich, ja, geil, Hotfix. Alles gut und schön, aber nicht nur Hotfix, sondern teilweise auch. Moment, 0.3.8. Spielinhalte. Und das finde ich schon geil. Also kann man nicht anders sagen. Sogar Hühnerfutter und alles. Mit den Hundemarken habe ich noch nicht rausgefunden, was es damit auf sich hat. Aber der Gute, der war schon wieder mal fleißig. Ich habe mich jetzt auch dementsprechend entschlossen, ich werde jetzt immer zweimal in der Woche aufnehmen. Wahrscheinlich einmal am Wochenende und einmal so Montag bis Mittwoch rum so ungefähr, dass ich dann dementsprechend den kompletten neuen Content so schnell wie möglich immer zeigen kann. Momentan sind wir aber natürlich erstmal dabei, noch uns weiter aufzubauen. Und ich habe gerade schon mal ganz kurz reingeguckt, weil ich ja eigentlich vorhatte aufzuräumen. Dabei ist mir aber etwas aufgefallen. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Knarre kann mal weg. Zum einen hat das Scott über Nacht wieder sehr viel Spaß, wie man hier sehen kann. Das war so ein heißer Spaß, dass die alle verburnt sind hier. Und die haben jetzt wieder Loot. Und da unter anderem auch verdammt wertvoller Scheiß. Habe ich diesmal nicht laut gesagt. Und deswegen dachte ich mir, es wäre auch mal wichtig für euch, das zu erfahren. Und jetzt laufen wir hier einfach mal rum und sammeln alles ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht nur ein Versehen war. Dass das jetzt eigentlich nur gewesen ist, weil mein letzter Save Point direkt nach dieser Nacht gewesen ist. Kann auch dann damit zusammenhängen, dass sie dann normalerweise keinen Loot fallen lassen. Oder aber, ich habe nämlich jetzt in die Hotfixes nicht alle durchgelesen, dass der Rati sich gedacht hat, das wäre doch schön, dass wenn die schon liegen bleiben, dass die dann nur wenigstens Loot innehaben. Boah, so viel Salz, geil, 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 geil. Mal gucken, ob wir noch ein paar Leute finden. Ja, aber ich glaube, die sind immer nur in einem gewissen Umkreis, ne? Ha. Ich glaube ja. Blätterstein. Oh, warte mal, Steine brauchen wir. Da liegt doch noch einer. Haha, zum Glück habe ich mich nochmal umgeguckt. Na, Hossa. Ah. Ich habe gehofft, man kann die mittlerweile mal stacken. Die könnten wir uns gleich mal auf den Grill hauen. Oder ich heb die noch auf, ich weiß noch nicht. Wartet mal, kann ich die harvesten? Moment. Harvest. Geht das? Nee, schade. Auch nicht mehrere zusammen? Nee. Ich würde aber generell mal gucken. Weil ich würde fast behaupten, dass es jetzt langsam wichtiger wird zu harvesten. Aber ich glaube, Harvest ist wirklich nur Schlachten, oder? Kann das sein? Ich habe mich. Nikasch, wir hatten auch Schießpulver, glaube ich, da drin, oder? Nikasch, das war in diesem Mixer-Ding. Na, dicker Ast kann nicht schaden. Oh, Blaubeere? Blaubeere. Jetzt brauche ich aber auf alle Fälle erstmal noch mehr Steine, Federn sowieso immer. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ich glaube, er hieß Ralf. Ein Zuschauer hatte erwähnt in der Folge 85, wo ich ihm auch dafür danken möchte, dass er das gemacht hat. Generell freut mich eigentlich über jedes Kommentar. Und es war auch ein sehr hilfreiches Kommentar. Das ist nämlich die Folge, die ich nannte, die Cheaten doch, als auf einmal die ganzen Banditen wieder da standen, die ich kurz vorher alle erledigt hatte, außer den einen, und dann neu geladen habe. Das ist normal. Das war wohl auch schon vorher so. Und ich konnte mich jetzt auch leicht daran erinnern, dass ich das früher auch schon mal in der Aufnahme hatte. Als ich versucht habe, an das Gewehr zu kommen, an die Sniper. Wo ich das eine Banditenlager in Richtung. Ja, geheime Militärbasis, die da früher mal war, jetzt vielleicht immer noch ist, wo wir aber den Weg erstmal finden müssen, ist mir jetzt im Nachhinein auch wieder klar geworden. Und das macht natürlich dann noch dementsprechend Sinn, dass man sich kein Safe Point in der Nähe von einem Spawnpunkt setzen sollte von Gegnern. Ein Bär vielleicht noch ja, wenn man nicht gerade direkt neben ihm dann neu lädt und er gerade spawnt oder so.
Aber bei Banditen sollte man es tunlichst vermeiden und daran werde ich mich jetzt hoffentlich auch halten. Außer vielleicht mal in Ausnahmesituationen. Es fehlt mir natürlich der Hammer. So, was haben wir heute vor? Abgesehen von Steine sammeln. Ich dachte mir, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir heute endlich mal versuchen, einen Hühnerstall fertig zu bekommen. Damit wir uns auch mal darum kümmern können. Und jetzt muss ich aber hier mal eben noch was nachgucken. Okay. Oh Gott, kannst du mal deinen Scheiß hier wegräumen, wenn du schon Nachtsparty gemacht hast? Hä? Werdet drin? Ignoranter. Oh, stimmt, wir müssen die Steaks noch verschnabulieren, bevor sie endgültig schlecht werden. Das war jetzt bloß Painkiller, was ich hier hatte, oder? Nee, Antibiotika, okay. Gut. Dann hier noch ein paar Federn reinhauen. Rinde hatten wir noch hier, genau. Machen wir mal ein bisschen in der Aufnahme Aufräumaktion. Das muss auch mal sein. Gott, so viele Wax. Zeit für Schnaps. So, Antibiotika, genau. Salz! Oh, wir haben Durst. Drink, weil die sind leider auch nicht ewig haltbar. Zucker, Zucker, Zucker hatte ich hier drüben. Genau. Und ich habe mir überlegt, bei den Hühnerställen. Moment, ich räume erstmal noch richtig auf. Sonst kann ich hier nicht weitermachen. So kann ich nicht arbeiten. Drop. War hier noch irgendwas Brauchbares? Ja, ein Hammer auf jeden Fall. Den brauchen wir gleich. Die ganzen Nägel, die können wir hier mal droppen. Wenigstens jetzt gerade mal einen Moment, bevor wir sie dann gleich wieder brauchen werden. Karkohlen, was war das hier nochmal? Das war Clay, okay. Haben wir noch Components? Nicht Components. Electric Part. Okay. Du kannst mal hier drauf stacken, dann ist es schon mal ein Stückchen weit ordentlicher. Gut, jetzt gehen wir mal rüber zur Blacksmith. Wie viel hat nochmal verfehlt? Genau 5. Sehr schön. Kriegen wir die endlich mal fertig und dann können wir da auch mal ins Menü reingucken. Ich weiß nicht noch nicht, was es jetzt alles neu Baubares gibt. Ah, die Hundemarken sind dafür da, den Hühnern Namen zu geben oder Haustieren Namen zu geben. Verallgemeinerung, Pet. Nicht Chicken. Können wir auch einen Hund und eine Katze und so haben? Das wäre cool. Ah, okay. Wir brauchen also Mais und Blätter, um daraus Hühnerfutter herzustellen. In einem Mörser, wofür wir wieder Steine brauchen. Okay. Ja, gut. Ist in Ordnung. Wir können direkt hier drinnen. Nee. Basic Craft. Warte mal. Ah. Okay, hier kann man nämlich die Munition herstellen. Wo aber auch echt nicht wenig rauskommt, muss ich sagen. War das schon immer so? Hier wäre die Schaufel. Dafür brauchen wir Low Quality. Okay, das war mir wichtig zu erfahren. Und meine Vermutung war richtig. Hardsticks werden für gewisse Werkzeuge gebraucht. Was jetzt generell nicht so schlimm ist. Man sollte sich jetzt halt nur dran gewöhnen, dass man in Zukunft einfach mal alles mitnimmt. Ein riesiges Lagersystem einrichtet und einfach mal alles mitnimmt. Obwohl ich jetzt nicht verstehe, warum der Abrisshammer Bretter benötigt anstelle von Hardstick. Aber gut. Genauso wie hier. Okay. Ah, die Machete. Die hat mir echt ein bisschen gefehlt, ey, muss ich gestehen. Aber jetzt haben wir Baseballschläger. Mit denen komme ich ehrlich gesagt ein bisschen besser zurechte. Ansonsten gab es jetzt hier nur wirklich die Basic-Dinger, ja? Ja, aber das hier ist neu hinzugekommen. Okay. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich noch sagen, bei den Hühnerställen, dass ich die woanders hinstellen werde. Habe ich jetzt schon was reingeprügelt hier? 7 Components. Ich hoffe, ich kriege die jetzt wieder raus. Sind es 7 an der Zahl? Sogar 8. Hatte ich noch eins im Inventar. So, hier haben wir gerade nichts drin. Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich ja vorhin auch das Thema angesprochen hatte, die alten Folgen, dass das für mich eine Höllenqual war, A, die Dinger hier hinzusetzen, inklusive der Stallumzäunung, und B, dann auch die Mauer wieder außenrum zu setzen, was jetzt diesmal auch gar nicht so gut funktionieren wird, weil der Wasserturm ja jetzt hier steht und nicht mehr da hinten. Da heißt,
Ich habe mir überlegt, dass ich die Stelle in Kombination mit einer Wand schon mal erstellen werde, sodass ich auch nicht so viele von diesen Stalldingern. Wo sind sie? Moment, bei B. Livestock-Fence. Und Livestock-Fence-Door. Dass ich von denen nicht so viele bauen muss, weil ihr wisst ja, die kosten viele Components und Sticks an sich. Deswegen werde ich heute mal ein bisschen Bausubstanz hier reinbringen. Und ich würde es am liebsten auch so halten, dass das Ding hinter der Mauer steht, dass wir das wirklich als Turm für uns nutzen können. Aber du, mein Lieber, hast noch was zu tun. Ich brauche mehr Licht hier. Dann mal erstmal gucken, wie der Inventar aussieht. Ach, weißt du was, mein Junge? Gib mal her hier. Ich werde es eh gleich brauchen. So. Aber die Axt hält schön lange bei ihm. Ich habe schon befürchtet, dass er sie unnötig hart abnutzen wird, aber anscheinend ja doch nicht. Und ich frage mich, ob ich ihm nur extra Munition geben muss. So, und dann zack. Cut down the trees. Pick up logs and leaves. Lass keine Stumpfen da. Nicht so lange bis voll ist, sondern mach einfach. Maximal 3 Stunden, aber immerhin. Wir brauchen hier mehr Licht. Hat man ja auch früher so gemacht bei einer Festung oder Burg oder was auch immer, dass man ringsherum versucht, hat ein bisschen das alles abzuholzen, um den Gegner besser sehen und beschießen zu können. So. Wooden Wall, no ladder. Das war mit Zinne. Ja, das war mit Zinne. Das war ohne Zinne. Mit oder ohne Leiter machen wir erstmal ohne. Dann geht es heute mal ein bisschen an die grobe Planung hier. So, ich will mich noch hier vorne durchlaufen können. Zack. Schade ist halt nur immer noch, dass man hier nicht einfach sagen kann, ich möchte mehrere hintereinander setzen. Oder warte mal, wenn ich Shift gedrückt halte. Wer weiß. Er dockt auch nicht automatisch an. Muss mal aufpassen, dass ich mir da oben den Weg nicht verbaue. Wartet mal, dann muss ich das noch mal ein bisschen anders setzen hier. Baue das lieber absichtlich überlappend. Nicht, dass ich da noch eine Lücke drin habe. Ist zwar eine Materialverschwendung vielleicht, aber ist mir dann doch lieber, als dass ich irgendwo eine Lücke drin habe. Okay, Shift gedrückt halten geht nicht. Schade. Kommt aber vielleicht noch. So, dann machen wir mal hier einen Mitleiter, oder? Nee, ohne. Machen wir ohne. Das ist jetzt leider etwas, was sonst nicht anders geht, außer ich mache das Offscreen, aber ihr wollt ja bestimmt auch sehen, ob und was sich denn am Baumenü geändert hat. Hier, also hier würde ich mir wirklich wünschen, das Bausystem der Kabinen, dass ich von oben drauf gucken kann, aber dann noch mehrere hintereinander setzen kann. Dass ich dann wirklich links die Auswahl hätte. Ich kann es euch ja mal zeigen, wie ich es meine. Wartet mal. Okay, Vorführeffekt. So. Dass ich jetzt hier auf der linken Seite vom Bildschirm die Auswahlmöglichkeit hätte der verschiedensten Bauelemente. Dann ganz normal die Steuerung wieder so, wie sie jetzt hier schon implementiert ist. Links, rechts, drehen und hast nicht gesehen. Place the Item, Cancel und was nicht alles. Und dann aber wirklich die Möglichkeit hätte, setzen, 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 setzen. Und dann einfach nur per Escape drücken wieder das Menü verlassen kann. Das würde ich schön finden. Dann könnte man wirklich schön von oben die Planung machen. Und halt natürlich auch, dass diese Elemente aneinander dran stecken können. Dass ich A nicht immer dieses Menü hier nochmal extra raussuchen muss und B der hier auch wirklich andocken würde. Weil so muss ich jetzt immer gucken, ist er dann wirklich da hinten dran, ist er nicht dran? Bin ich hier zu weit drinne? Nee, bin ich nicht. Oder doch? Das ist halt ein bisschen nachteilig, muss ich echt gestehen. So, erstmal hier. Gut, das ziehe ich jetzt erstmal nur bis hierhin, weil hier soll das wieder das Tor hinkommen. Genauso wie auf der anderen Seite diesmal auch ein Tor sein soll. Also wieder sein soll. Na, stellst du wieder alle hin? Ja? Ist aber fein von dir.
So. Das machen wir jetzt mal eben hier. Muss halt auch mal sein, ne? Und sobald das steht, kann man immer wieder mal die Loks aufsammeln, die er liegen lässt. Und die hier reinprügeln. Oh, nochmal zwei Elemente bestimmt. Genau, und ich habe dann nämlich vor, genau hier daneben die Hühnerstelle zu setzen, aber mit dem Rücken zu uns. Sozusagen. Also, Moment. Ich hoffe, es klappt auch so, wie ich mir das gedacht habe. Wow, ich sehe nichts. So rum hier. So rum würde ich sie gerne reinsetzen. Und vielleicht sogar noch eine Wand über Eck extra. Oder ich mache. Nee, Quatsch, das muss ich dann da drüben machen. Ja, okay. Muss ich dann da drüben machen, sodass ich halt. Ich demonstriere es jetzt erstmal bis hier dran. Moment. Einmal so rum ransetze, damit ich halt links immer noch reinkomme in den Hühnerstall selbst, um die Eier rauszuholen. Dann spart man sich nämlich schon mal die Rückwand und die Seite, um dieses Gehege zu bauen. Und dann ein bisschen versetzter in die Richtung könnte ich dann wieder so bauen. Dann hätte ich nämlich die Rückseite selber als Absperrung wieder. Und dann spare ich mir auch wieder ein paar Stellen dazu. Also Stallumzäunungen dazu, wie auch immer. So war das meine Überlegung. Ob das klappen wird, mal gucken. Habe ich da hinten gerade was leuchten sehen? Nee, doch nicht. Dachte, durch die Bäume hat irgendwas durchgeleuchtet, wenn nicht, dass da ein Sniper auf mich zielt. Das wäre natürlich ganz fies, wenn ich mir jetzt hier schön Luft mache eigentlich. Und damit gleichzeitig dafür sorge, dass der Sniper mich von seinem Banditenlager aus immer wieder mal so one-hitten kann. Das wäre richtig fies. So, ja, zwei Elemente werden es noch sein müssen hier, denke ich. Dadurch, dass ich jetzt auch hier relativ langweiliges Rumgebaue mache, was eigentlich nur Blaupause setzen ist, in dem Fall Grünpause, werde ich heute auch mal ein bisschen länger machen. Ich denke mal, das ist auch in eurem Sinne. Obwohl ihr mir natürlich gerne auch schreiben könnt, ob ihr denn 20-minütige oder 30-minütige Folgen sehen wollt. Deutlich länger als 30 Minuten möchte ich sehr ungern machen, weil ihr müsst immer noch bedenken, ich muss die Dinger rendern, manchmal auch schneiden und auch hochladen. Und das Hochladen ist momentan echt eine Qual für mich von der Zeit her, bin ich ganz ehrlich, weil ich teilweise bei einer dreifachen Hochladezeit bin, als die Folgen lang sind. Und das liegt mittlerweile echt nicht mehr an den Einstellungen, es hängt echt nur noch damit zusammen, dass ich kein YouTube-Partner bin. Das ist nicht mehr anders begründbar. Denn die Settings sind optimal bei mir. Es sind auch hier bei mir zu Hause richtig schöne, geile Videos, aber nach dem Hochladen sind die halt manchmal ziemlich verschwommen. Vor allem, wenn ich sowas hier mache, durch die Vegetation renne. Am besten noch durch hohe Vegetation und bis in die Kamera schwenke, dann werdet ihr jetzt bestimmt ein paar Pixelblätter zu stehen, zu sehen gehabt haben. So, das frage ich mich nur, warum ich jetzt hier auf. Ah, okay, das ist doch falsch rum gewesen. Stimmt, weil die Werkbank ist ja mal auf der anderen Seite. Ey, diese Blätter, die hier im. Oh, das hier. Ich dachte gerade, da huscht was lang. Ich dachte, es gibt jetzt vielleicht doch Hasen. So, ich wollte. Tor, 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 Tor. Genau. Müsste ja dann also so rum sein hier. Da werde ich aber doch mal ein bisschen großzügiger sein. Nicht, dass wir da mit dem Auto doch nicht mehr durchkommen, falls wir von der Seite rangefahren kommen sollten. Das müsste ja auch passen, weil dann würde ich hier wirklich gerne einen Durchgang lassen, falls wir mal da durchfahren müssen. Ja, ich denke, das sollte so passen, ne? Na, stellst du wieder die Bäume ordentlich hin, ja? Du bist so ein Dämler, gell? Komm her hier. Du sollst die fällen, Junge. Ich will immer mit der Maus draufklicken, deswegen. Oder heißt Abort, dass er das ignoriert? Ach so, deswegen, deswegen, deswegen. Mach mal nochmal so. Hau einfach die Dinger um. Mehr sollst du nicht machen. Okay, Blätter sammeln auch. Das ist auch gut. Die brauchen wir auch immer wieder. Gut. Setzen wir noch weiter.
Also ich will echt nicht mockern und metzen, nein, meckern und motzen, aber ich finde das System, die Mauer zu setzen, doch noch ein bisschen zu umständlich. Ich weiß, es ist ein Early Access, ich soll Geduld damit haben, habe ich auch. Es ist jetzt nicht so gemeint, dass ich das irgendwie alles doof finde und deswegen das Spiel nicht mal weiterspiele oder was auch immer. Nein, so nicht. Ich finde, es ist ein super Spiel geworden, jetzt ist schon, und das ist immer noch nicht fertig. Obwohl man meiner Meinung nach von Anfang an nicht hätte erwarten können, dass so viel hier reinkommt. Ich bin wirklich von jedem Update sehr positiv überrascht und freue mich schon immer darauf, wenn das nächste kommt. Und er dann halt auch schon mal ein bisschen Ankündigungen macht, was denn hinzukommen soll und so weiter und so fort. Und mittlerweile sieht es ja wirklich so aus, dass Rati sehr viel mehr Zeit hat. Ach, was habe ich falsch gemacht, ich Depp. Dass er mittlerweile sehr viel mehr Zeit hat und sich dementsprechend auch mehr darum kümmert, um das Spiel. Und auch mal eben ganz schnell einen Hotfix mit mehr Content einfügen kann, was ja auch schon mal eine Nummer wert ist. So, ich habe nämlich hier drüben die Leiter vergessen. So. Passt das so? Ich denke ja, ne? Ticken so. Zack. Genau. Und hier ebenso. Ich hoffe nur, die Bäume wachsen jetzt nicht wieder einfach so nach, auch wenn die Stumpen entfernt sind. Bisschen Feinjustierung hier. So sollte das passen. Gut. So, machen wir hier noch zwei Elemente rein und dann noch mal eins mit Leiter. Weil natürlich an jeder Ecke ein Turm sein soll. Wir haben zwar nur einen Wasserturm für Sniper-Aktivitäten, aber dennoch ist es nicht verkehrt, würde ich behaupten. Ich weiß, ich könnte auch noch einige Stellen ohne Zinne machen, sodass ich mich da besser selber in Schutz bringen kann. Aber wenn ich schon mal da oben bin, dann werde ich wahrscheinlich sowieso oben auf dem Turm sein. Beziehungsweise die Zinnen selbst haben ja Stellen mit erhöhter Mauer und Stellen ohne erhöhter Mauer. Von daher denke ich, wird das auch so funktionieren. Ach, wisst ihr, ich glaube, ich kann hier schon das nächste Teil mit Leiter anbringen. So. Das ist jetzt eins mit Leiter, oder? Aber die Leiter ist nicht rein animiert. Warte mal, ich gucke nochmal. Ja doch, mit Leiter hat sich ausgewählt, möchte ich behaupten. Okay, ist nicht drin. Dann ist es so. Passiert. So. Generell mal mit Leiter. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob ich das so direkt schon ranbatten kann, diese Plattform. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, benötigt man so eine Plattform, um dann auf diese Plattform den Turm zu setzen. Sieht so aus. Ne? Würde ich doch glatt behaupten. Also bauen wir erst so eine Plattform. So. Die könnte man direkt hier einfach daneben stellen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ich probiere es nochmal anders. Ich hole mal das Teil mit der Leiter weg. Da. Machen wir hier nochmal normales hin. So. Ne, hau ich mir noch eins hier rein. Das geht gerade nicht anders. Zack. Genau. Weil ich möchte natürlich schon vom Turm aus zwei Seiten der Mauer entlang gucken können. Und relativ freie Schussbahn haben für alle Fälle, falls die auch mal direkt hier drinnen spawnen sollten. Also die Zombies an sich. Was? Ich kriege eine Nachricht. Interessant, wer heute alles so am Twitchen ist. Gut. Dann. Jetzt wollte ich nur was gucken. Kann ich so eine Plattform direkt in eine bereits bestehende Mauer reinsetzen? Eigentlich schon. Aber wo ist jetzt vorne und wo ist hinten?
Okay. Na, pass auf. Dann hauen wir uns jetzt hier noch so ein Ding mit Leiter ran. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. So. Hier eins mit Leiter, genau. Müsste ja vom Blickfeld her, sollte das so sein. Dann brauchen wir hier die Plattform. Ich nehme stark an, dass die mit dem Doppelbalken vorne sein sollen. Blinde Watchtower, genau. Da sind die Doppelbalken, dann ziehen wir die uns vorne ran. Ich weiß leider auch noch nicht, ob denn. Wartet mal. Das wird so gar nicht funktionieren, wie ich mir es denke. Ich muss ja irgendwie mit einer Leiter da hoch. Oh, da bin ich gespannt. Wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, reißen wir es wieder ab. Dann haben wir wenigstens daraus gelernt. So, jetzt noch den Watchtower hier, please. Oder auch nicht. Oder muss ich das erst fertig haben? Oh, ich kann es gar nicht rotieren. Ich kann es gar nicht rotieren. Was ist denn da los? Gucken wir noch mal nach. Dann machen wir uns halt doch noch mal eins mit Leiter. So. Dann noch mal eins ohne. Und da würde ich jetzt ausnahmsweise mal wirklich eins ohne Zinne nehmen. Weil dann müsste ich ja. Oh, das wird ein bisschen knapp hier, wa? Vom Platz her, oder? Gucken wir mal. Da müsste ich ja jetzt hier so eine Plattform setzen. Oder muss die oben rauf? Ah, schau mal einer, guck. Holy moly. Aber. Ich probiere es jetzt nochmal so um hier. So. Plattform. Zack. Watchtower. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Das Ding muss bereits gebaut sein. Kann das das Problem sein? Ich krieg das hier nicht raufgesetzt. Komischerweise. Vorhin ging's. Haben wir alle gesehen. Also nicht mit dem Watchtower, aber mit dem anderen. Gut, dann müssen wir das erstmal canceln, das Projekt. Ich muss ja erstmal alles fertig bauen hier. Wartet mal, wir brauchen Nägel, Bretter und Loks. Loks haben wir. Bretter brauchen wir aber auch noch welche. Dann probieren wir es mal aus. Wir haben jetzt momentan wie viele Bretter bei? Nur vier. Machen wir mal nochmal vier. Nein, echt jetzt? Och, Leute, ihr nervt. Das tut doch jetzt nicht Not. Komm rein, Scott! Mano. T, warum drücke ich T? Ich glaube, die Zombies haben zu viel Scooter gehört. Oh, es dauert aber lange heute. Jetzt haben wir es durch. So. Dab, 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 dab. Apropos, aber Scott, warum hast du vorhin einfach bloß wieder rumgestanden? Ich hab dir gesagt, dass du Bäume fällen sollst. Wo bist du? Komm her, du Lulatsch. Oh, diesmal kein Loot. Schade. Scott? Der war eben noch hier, ich habe es ganz genau gesehen. Aber was mir gerade einfällt, die Militärbasics können wir hier mal hinschmeißen.
du immer die Türen auflässt hier. So, ja, Handy, ich weiß, aber ich habe meinen Zuschauern versprochen, dass wir heute ein bisschen länger machen. Ah, da ist er ja. Komm mal ran hier auf den Meter. Jetzt gucken wir nochmal, was du im Inventar hast. Der hat die natürlich alle aufgesammelt. Ich mir aber auch wurscht. Ach, 3, 1. Du darfst gerne Blätter sammeln. Und sollst aber 3 Stunden Holz hacken, Mann. Von mir aus lass die liegen, ist mir total Wumpe. Hauptsache, du hackst sie weg. Hatte ich jetzt noch Steine bei? Ja, aber hier braucht man auch noch welche, genau. So. Zack. Ich habe die Nägel liegen lassen. Ich wusste, da war noch irgendwas. Verdammt. So, Hunger und Durst geht noch. Zum Glück haben wir ja einiges an Nägeln gemacht beim letzten Mal. So, hin und her rennen. Ach, das ist bloß ein Lichteffekt. Ich dachte, da liegt was. So. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich will das jetzt rausfinden. Jetzt müsste ich doch den Wooden Floor. Den kann ich da draufsetzen, okay. Und den Turm selbst. Kann ich den vielleicht auch nochmal extra draufsetzen? Das heißt, wir müssen das Schnurzelchen hier auch erstmal noch fertig zimmern. Oh, ich brauche Loks. Oh, danke. Wenn ich mir jetzt noch sagen könnte, dass er sie herbringen soll. Oder irgendwo schon reinbauen soll. Baue die Mauer weiter oder sowas in dem Dreh. Das wäre schon nice. So, das hier war Mitleiter, oder? Machst du Mitleiter? Ja. 12 Bretter. Zack, zack. Oh, jetzt haben wir wieder Durst. Oh, ich habe gar kein Wasser aufgefüllt, verdammt. Das ist schlecht vorbereitet, Robin. Das ist schlecht vorbereitet. Ich verduste. Wow. Mann, ist die hell. Wir müssten aber auch noch hier noch Wasser übrig haben, ja? Moment, das war das Unsaubere, hier war das Saubere drin. Hab ich denn noch ordentlich was in der Destille drin? Ja, 16 Liter, super. Das ist in Ordnung. Fülle später mal um. Offscreen wahrscheinlich dann. Jetzt zünden wir erstmal das hier. Die Nägel müssten wir auch noch haben. Dann brauchen wir noch 3 Loks. Könnte knapp werden, so mitten im Wald. Ich weiß, aber ich gebe mein Bestes. Ach, wir werden sowieso noch mehr brauchen. Mach gleich mal das Inventar voll damit. Dann liegen sie auch nicht so rum. Ja, die Sticks würde ich jetzt auch gerne sofort aufsammeln, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Inventarmanagement betreiben. So. Das ging schnell. Dann klettern wir mal eben hier hoch und dann gucken wir, dass wir das jetzt hier irgendwo mal rangebaut bekommen. Und einen Flor, den könnte ich hier oben draufsetzen. Okay. So. Aber der passt irgendwie nicht so ganz, ne? Ernsthaft? Soll ich das Ding da nach vorne setzen? Das ist jetzt doof, ne?
Können die mir ja unter dem Turm langlaufen? Das will ich doch gar nicht. Ich probiere es jetzt nochmal so. Also, es muss ja irgendwie machbar sein, dass ich den Turm an sich innerhalb meiner Mauern setzen kann. Dann machen wir mal absichtlich ein bisschen weg von der Mauer hier. So, was brauchst du jetzt noch? Das meiste davon haben wir. Nägel werden jetzt wieder knapp. Und da fällt mir ein, es kommen ja auch Nachtzombies, oder? Ich geh mal eben schlafen. Weil das möchte ich dann doch nicht riskieren, jetzt hier noch umgenatzt zu werden. So, ist ja nicht so, dass wir schon 3 Stunden tagsüber geschlafen haben. Ja, 7 reicht. Dann haben wir gleich wieder Hunger, dann gibt es ein bisschen was zu futtern. Oh, mal durchgeschlafen, wow. Trotz Hunger. So, nehmen wir mal lieber hiervon noch ein bisschen was. Ich hoffe, das ist noch gut. Wir haben zwar Antibiotika, aber trotzdem. Oh, die Kartoffeln sind aber schnell schlecht. So, und da die ja auch irgendwann schlecht werden, nehmen wir die, weil das Wasser wird nicht so schnell schlecht. Mir schon wieder so warm hier drin. Ach ja, wir hatten ja noch eine Kreissäge mitgenommen. So, jetzt, wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Nee, komm, weiß man nur 12. Oh, schon mal kein Nebel, das ist schon mal gut. So. Wo treibt sich der Faulpelz eigentlich schon wieder rum? Scott? Scott? Was ist mit dieser Leiter los heute? Treppe, nicht Leiter. Ach ja, wie ihr schon gesehen habt, trotz Hotfixes ist die Küche immer noch weg bei mir. Finde ich natürlich sehr, sehr schade, weil mit dem Stauraum war die echt schon geil. Ist denn der Junge? Ich vielleicht nicht nett genug zu ihm? Ist er wieder zu den Banditen zurück? Ah, da ist er! Kannst mir mal erklären, was du da machst? Wir sagen ihm jetzt, dass er nichts aufsammeln soll. Hau die Dinger einfach um. Okay? Das ist gut. Den Rest mache ich dann alleine. Da bist du mitten in der Apokalypse, ja? Freust dich über jeden Überlebenden, der sich auf deine Seite schlägt. Und dafür zu keine richtigen Angestellten, keine vernünftigen. Das ist doch. Okay, das sieht eigentlich gar nicht mal so doof aus hier. Zwar ein bisschen komisch mit diesen Doppelt- und Dreifachbalken dann, aber so funktioniert's. Okay. Ach, die Leiter soll drinnen sein, oder wie? Jetzt haben wir es falsch rumgebaut. Ich werde bekloppt. Kann ich das jetzt nicht? Ich kann es nicht rotieren. Okay. Gehen wir nochmal runter. Dann müssen wir also diese Plattform als solche. Theoretisch abreißen. Axt. Ich habe da so eine leichte Befürchtung. Ah, okay.
Oh, die Nägel erstmal wieder finden hier. Na toll. Aber, wenn ich das jetzt richtig sehe, sind das genau die Materialien, die wir auch da reingestopft haben. Was natürlich schon mal sehr, sehr vorteilhaft ist. So, noch irgendwo was? Nee. Gut, also die Plattform mit den zwei Balken nach hinten ausrichten. Also so rum. Ach, vielleicht um die hier zu verdecken? Ist das vielleicht so gedacht? Keine Ahnung. Warum ich jetzt das überhaupt so umständlich mache? Ich möchte halt nicht, dass mir die Zombies unter dem Turm langlaufen. Habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Weil ansonsten hätte ich das Ding hier vorne setzen müssen. Außerdem statt der Wand so eine Wand bauen müssen. Wie hier drüben? Wo ist sie denn? So eine hier. Damit diese Leiter da überhaupt rüberführt oder Treppe, wie auch immer. Und sobald ich die angeschossen hätte, wären die auf mich zugerannt gekommen und wären mir unter den Turm gelaufen. Und das möchte ich natürlich nicht. Also die Zombies jetzt. Banditen sowieso nicht. Die sollen mir nach Möglichkeit immer schön im Schussfeld bleiben. So, bauen wir die Geschichte nochmal. Oh, wir haben tatsächlich doch Verlust gehabt. Und jetzt kommen natürlich wieder Zombies. Aber sonst nichts zu tun. Aber Scott ist fleißig. Und der ist weiter am Holz hacken. Ist ihm egal, ob der Nebel kommt. So, ich nehme jetzt aber auch so viele Loks wie möglich mit rein in die Hütte. Werden wir dann noch ein paar Bretter sägen? Nein! Nein! Hat der gerade gegen die Tür gehauen? Normal erstmal 16. Das macht 3 Stunden aus. Ein Nebel ist normalerweise so ungefähr 3 Stunden da. Ja, diesmal war er nur 2 Stunden da und wir verdursten gleich. So, trinken wir mal nur ein bisschen, weil wir werden nochmal was essen gehen müssen, bevor wir pennen gehen. So, aber ich will das unbedingt noch in dieser Folge schaffen hier. Sehr schön. So. Ach, schaut mal, da guckt, die ist doch gleich was höher, sehe ich gerade. Ah! Deswegen! Okay, es macht irgendwie doch Sinn. Bisschen nur. Aber wie gesagt, ich will halt diese Watchtower nicht außen zu stehen haben, sonst laufen die mir einfach da drunter. Fertig, aus. So, jetzt aber hier. Quatsch. So rum. Nee. Nee. Ach, komm schon. Na? Hier. Mit der Leiter nach hinten, genauso. Gut. Was brauchst du noch? Nochmal 30 Nägel. Haben wir noch genug Nägel? Nö. Compoundants haben wir aber noch. Metal Scraps haben wir auch noch. Wie viele Bretter braucht das Ding? 35 Bretter. Ja. Wisst ihr was, meine Lieben? Ich mache dann jetzt doch mal einen Cut hier an der Stelle. Ich werde die Bretter mal wirklich offscreen zurechte sehen. Dann gibt es gleich an der, gleich am Anfang der nächsten Folge gibt es dann die Fertigstellung des Wachturms. Dann werden wir wahrscheinlich aus ästhetischen Gründen selber noch die letzten Bäume hier weghauen, die Scott eigentlich weghauen sollte. Und dann sehen wir uns, wenn es euch gefallen hat, morgen wieder. Ciao.